Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir machen weiter mit unserem Top 5 Format von einem besonderen Hersteller. Heute geht es um unsere 5 Lieblingssorten von Somo. Seid auf jeden Fall gespannt und wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder, wie gesagt, heute unsere Top 5 von Somo. Es war relativ schwer, die Top 5 zu benennen. Es gab die ein oder andere kleine Diskussion und auch größere Diskussion, welche Sorte da jetzt drin sein soll und welche vielleicht doch rauskommen und was dann doch Platz 1 ist. Wobei Platz 1 waren wir uns relativ einig, aber ja, es gab auf jeden Fall die ein oder andere Diskussion. Ich fange auf jeden Fall mal an mit Platz 5 und das ist auch der Tabak, den wir gerade rauchen. Ja, es tut eigentlich fast ein bisschen weh, den auf Platz 5 zu stellen. Aber Platz 5 ist auf jeden Fall der Strong Passion. Und ich muss schon mal vorneweg sagen, die Strong-Reihe von Somo, alter Schwede, die holen mich ab, die Jungs. Ja? Die holen mich absolut ab. Es sind sehr, sehr krasse Bretter in der Strong-Line. Es wird vielleicht ja auch noch der ein oder andere in der Top 5 sein. Seid auf jeden Fall auf die nächsten Sorten gespannt. Aber Strong Passion, Leute, ja. Eine Passionsfrucht, die ihresgleichen sucht. Eine so authentische Passionsfrucht habe ich lange nicht geraucht, beziehungsweise ich glaube noch nie geraucht. Ihr habt einfach eine extrem leckere, authentische Passionsfrucht mit dieser typischen sauren Note, die kein anderer Tabak jemals für mich erreicht hat. Ich habe im Review schon gesagt, mir fehlt vielleicht noch so ein Ticken mehr süße Note da drin, wobei ich gar nicht weiß, ob das dann das Authentische vielleicht ein bisschen kaputt machen soll. Auf jeden Fall haben wir dem damals 9,5 Sterne gegeben, die hat er auch absolut verdient. Das ist ein mega guter Tabak und jeder, der auf so saure, fruchtige Dinger steht, muss den auf jeden Fall probieren. Platz Nummer 4 waren wir uns eigentlich relativ sehr schnell einig. Also wir hatten ihn vorher noch zwar auf Platz 3, aber da haben wir direkt gemerkt, so ja okay, da sind noch andere Bretter dabei, die auf jeden Fall vorher kommen müssen. Es handelt sich um den Tasmania Lyptus. Einer, der jetzt nicht von der Strongline ist, aber trotzdem unheimlich geil umgesetzt. Ihr habt eine Eukalyptusnote, die seinesgleichen sucht. Ja, Eukalyptus ist das Stichwort, wer diese typischen Eukalyptus-Bonbons kennt, wenn man zum Beispiel mal krank war oder gerade im Winter irgendwie ständig am Lutschen ist, ist es auf jeden Fall eine sehr geile Sorte, sehr geil umgesetzt, schmeckt eigentlich wirklich 1:1 wie so ein typischer Eukalyptus-Bonbon, aber nicht in dieser Candy-Note. Also ihr habt eine richtig geile Eukalyptus-Note, aber halt nicht diese typische Bonbon-Note, die halt wirklich es eventuell kaputt machen kann. Von daher auf jeden Fall unheimlich lecker und ja, deshalb auf Platz Nummer 4. So, Platz Nummer 3 und da wird es langsam extrem schwierig. Es tut wieder ein bisschen weh, den auf Platz 3 zu packen, weil eigentlich sind die nächsten 3 mein Platz 1. Sowohl einzeln als auch in jeglichen Kombinationen untereinander. Der Platz 3 ist der Strong Orange, ja. Wir mögen beide keinen Orangentabak. Und trotzdem landet dieser Orangentabak in unserer Top 5 von Somo. Es ist wieder wie gewohnt von der Strongline ein extrem authentischer Tabak. Eine sehr, sehr leckere Orangennote, die, wie ich finde, wieder komplett unerreicht ist. Also ich weiß nicht, was die Jungs mit dieser Strongline anrichten, aber die zerstören auf jeden Fall alles. Der einzige Orangentabak, den ich außerdem rauchen kann, ist von X-Racher, der Orange Bomb. Und ansonsten mag ich eigentlich fast nichts, außer es ist nur so eine kleine Orangennote mit reingemischt. Ja, wie gesagt, Orangennote auf jeden Fall extrem authentisch wieder, als würdet ihr irgendwie Orangensaft durch die Pfeife ziehen. Weniger süß als jetzt so ja, künstlich hergestellter Orangennektar oder sowas. Wie gesagt, einfach schön authentisch, als ob ihr eine Orange aufschneidet und da mal dran riecht. Genauso ist das für mich mit diesem Tabak. Ich finde ihn extrem geil für die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns gab es immer sehr viele Zitrusfrüchte so um Weihnachten rum. So, keine Ahnung, meine Oma hat jeden Abend auf der Couch so eine Orange oder sowas gesnackt. Und ja, für mich einfach ein extrem guter Orangentabak, holt mich ab, obwohl mich normal Orange niemals abholen kann. Und deswegen verdient in unserer Top 5. Platz Nummer 2 ist bei uns relativ schnell in den ersten 3 Positionen gewesen. Das ist der Strong Lim, also Limette.
auch wieder da eine super authentische Limette. Also wenn ihr eine Limette aufschneidet und einfach dran riecht, dann habt ihr einfach genau den Geruch bzw. auch den Geschmack, den ihr am Ende wirklich genießen könnt. Ich finde ihn einfach unheimlich gut umgesetzt. Er ist für mich extrem sauer, aber was ich unheimlich feier. Also diese typische Umsetzung von der Strongline ist einfach bombastisch. Ich kenne selten so guten Tabak, der so gut umgesetzt ist von den wirklichen Früchten zum Tabak her. Ja. Von daher auf jeden Fall verdienter Platz Nummer 2 bei uns in der Top 5. So, und damit der krönende Abschluss. Unsere Lieblingssorte von Somo. Ich hätte es, als ich erfahren habe, was da drinnen sein soll, nicht für möglich gehalten, dass diese Sorte überhaupt geil ist. Ich hätte sie mir wahrscheinlich nicht mal gekauft oder besorgt, wenn ich sie nicht auf einem Somo-Tasting probiert hätte. Es geht um den Strong Red, ein Erdbeer-Rhabarber-Tabak. Also als ich das gehört habe, so, bin raus, sorry, aber Rhabarber brauche ich jetzt echt nicht in der Pfeife. Ich mag Rhabarber nicht mal im Gebäck oder so. Aber Junge, ist der gut. Also ich kenne definitiv keine bessere Erdbeernote. Die Rhabarbernote ist sehr im Hintergrund. Ist eher so, ihr denkt so, die Erdbeere hat irgendwie noch sowas dabei, sowas Unbeschreibliches, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber das Ganze irgendwie auf jeden Fall special macht. Und ja, Rhabarber schmeckt man auf jeden Fall nicht so raus. Also wenn ihr Angst davor habt, so, Bruder, ich hol mir doch keinen Rhabarber-Tabak, was ist da denn los? Keine Angst, er schmeckt überwiegend nach einer extrem leckeren Erdbeere. Und jeder, der nach Erdbeertabak sucht und noch keinen geilen gefunden hat, weil es bis jetzt einfach keinen gescheiten gab, probiert den Strong Red. Ich finde ihn absolut übertrieben lecker. Eine perfekte Erdbeere und ein perfekter Abschluss für unsere Top 5. Ja, das soll es dann gewesen sein mit unserer Top 5 von Somo. Ihr könnt ja gerne mal eure Top 5 unten in die Kommentare packen. Ich weiß, wir haben vielleicht den einen oder anderen rausgelassen, der vielen Leuten schmeckt. Also zum Beispiel bei mir war es relativ schwer, den Kiwi Lemon nicht noch mit reinzunehmen zum Beispiel. Weil für einen Kiwi-Tabak, und das mögen wir normal auch nicht, ist der extrem nice. Aber naja, wir mussten uns auf jeden Fall entscheiden und so steht auf jeden Fall unsere Top 5. Aber lasst gerne mal eure Top 5 in den Kommentaren da. Außerdem, was ihr noch da lassen könntet, wäre ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo, wenn es euch sogar sehr gut gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG. Ciao.